Guido Capellini klettert aus seinem zerstörten Boot. In seinem robusten, feuersicheren Anzug und Helm bleibt er unverletzt. Aber Jim McKay ist in tödlicher Gefahr. Sein Boot ist in seichtem Gewässer zum Stehen gekommen. Er sitzt im Cockpit fest, kopfüber. Weitere Helfer treffen ein. Dann schaffen sie es. Jim McKay hat